Christine. Ich darf heute beim Nonna Anna Podcast begrüßen Christine Hochreiter aus Passau, heute als pflegende Angehörige im Gespräch. Hallo Christine. Hallo Bianca, Christi. Ich freue mich, dass wir uns unterhalten können. Ich freue mich auch sehr, dass du dir die Zeit nimmst, weil als pflegender Angehöriger ist man 24 Stunden und ich kann mir ungefähr vorstellen, was das für Belastung ist. Deswegen freue ich mich das sehr, dass du dich bereit erklärt hast. Sehr gerne. Ich erzähle vielleicht ein bisschen was, wie es dazu gekommen ist. Ich war 30 Jahre in Regensburg, war dort Vollzeit als Redakteurin beschäftigt und mein Vater ist ja mit inzwischen fast 99 Jahren, hat jetzt doch schon ein stattliches Alter erreicht und und es war also die Betreuung aus der Ferne, 120 Kilometer zwischen Regensburg und Passau, war doch ein Weg, der auch emotional und psychisch sehr belastend ist, weil ich gewusst habe, wenn irgendwas ist, bin ich halt nicht in 5 Minuten da. Und dann hat sich's eigentlich beruflich so ergeben, dass ich nach der langen Zeit einen Cut gemacht habe und wieder zurück bin in mein Elternhaus, was ich mir nie gedacht habe, dass es jemals wieder vorkommt, wie ich mit viel Schwung hier ausgezogen bin. Aber mein Vater ist mein bester Freund und für mich war außer Frage gestanden, also der ist auch geistig fit, der sitzt zwar im Rollstuhl, aber ich würde ihn niemals irgendwo in ein Heim geben, weil ich weiß, dass er seine gewohnte Umgebung braucht. Und wir sind also 2 Geschwister. Meine Schwester ist in München. Aber für mich war also klar, dass ich mich jetzt dann um meinen Vater kümmern muss, weil ich finde halt, die Eltern haben uns Kinder großgezogen, die haben uns so viel mit ins Leben gegeben. Und ich sehe mich da schon in der Verantwortung, jetzt auch einen Teil zurückzugeben. Wahnsinn. Also muss man einfach sagen, kann nicht jeder, schafft nicht jeder und ich ziehe immer meinen Hut vor so Menschen wie dir. Und wir zwei haben uns ja kennengelernt durch einen Betreuungseinsatz mit deinem Papi. Das ist wirklich, also er ist geistig voll fit und es war echt eine wahre Freude, mit ihm ein paar Stunden zum Verbringen und die zumindest da zum Entlasten. Bianca, es verstehen, aber was ich ganz anstrengend finde, als, wie du sagst, pflegende Angehörige, die meisten Menschen verstehen mich nicht. Die sagen alle, Mensch, warum tust du das an? Und es gibt doch so tolle Heime und da wird er beschäftigt. Na gut, jetzt muss man sich die aktuelle Situation anschauen, wo die Leute in den Heimen mit Corona natürlich auch nicht das große Abwechslungsprogramm haben. Und auch vor diesem Hintergrund und den anfangs wahnsinnigen Corona-Zahlen, also war es für mich nie zur Debatte gestanden, dass ich ihn außer Haus gebe. Aber die meisten Leute sagen, Mensch, und du gibst dein ganzes Leben hin und deine besten Jahre und wenn wir Zeit, dass du mal einen Mann findest, dann gescheiden. Mhm. Aber wie gesagt, jeder findet das irgendwie eigenartig, aber für mich ist es, wie gesagt, an der Entscheidung ist nicht zu rütteln, solange das so geht. Aber ich muss schon sagen, es ist auch emotional oder psychisch sehr anstrengend, auch wenn ich Unterstützung durch Pflegedienste habe. Immer diese Verantwortung zu tragen. Ich bin jetzt seit 2, 3 Jahren eigentlich nirgendwo mehr hingefahren. Mhm. Ich war höchstens einmal noch vor Corona einmal über eine Nacht in Wien. Das habe ich mir gegönnt, aber eigentlich immer mit der Unruhe, weil ich immer Angst habe, er braucht mich, es könnte man irgendwas fehlen, weil irgendwie so das Gefühl habe, ich möchte ihm jetzt eigentlich noch ein schönes Restleben machen. Mhm. Und ich denke mir immer, weg sein kann ich dann später noch. Mhm. Aber es ist auch immer in der Nacht oder also meine Schwester, die ist weit weg, die sieht auch nicht Fati war sehr lange, sehr fit und du hast das gerade gesagt, aber ich meine, mit fast 99 ist das Gedächtnis heute jetzt nicht mehr so gut, er kann sich manches nicht mehr so gut merken. Ja. Und ich bin halt da ganz unmittelbar dran. Und nachdem wir so nah sind, wir zwei, ist das schon für mich ein sehr schmerzlicher Prozess auch, wo ich manchmal auch weine, weil das so unmittelbar zu begleiten. Und der arme Mann, der muss ja für mich auch so viel sein, der ist ja Vater, Ersatzpartner, alles gleichzeitig, wo er manchmal überfordert ist. Wenn die quirlige Christine wieder irgendwas erzählt und
versteht es nicht mehr so schnell und dann bin ich krank. Also in beide Richtungen nicht so ganz einfach. Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und das, was du gesagt hast, das versteht nicht jeder. Dazu muss ich sagen, dass der größte Teil aber pflegender Angehöriger zu Hause ist. Ohne die, dass das ganze System gar nicht funktionieren. Das ist Fakt, ja. Tatsache, das ist so. Und dass das oft an die Schmerzgrenze geht, bei Familien, dass Partnerschaften auseinandergängen oder dass der pflegende Angehörige, wenn es dann der Mann, der Ehepartner ist oder die Ehefrau ist, dass sie die aufarbeiten und dass die auf einmal zack, nicht mehr da sind. Ja. Das habe ich selber auch schon miterlebt. Das zeigt dann umso mehr, was für Belastung, dass du ausgesetzt bist, nämlich psychisch, physisch, körperlich. Genau, das ist, wie du schon sagst, und ich merke so, das macht dir schon was aus, dass das viele nicht verstehen, warum du das tust, oder? Ja, 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 ja. Die finden alle, ich gebe mein Leben weg, irgendwie. Aber ich meine, ich versuche halt auch, ich kann viel von zu Hause aus arbeiten und werde jetzt dann auch wieder mehr außer Haus gehen. Ja. Aber weil ich gemerkt habe, auch jetzt durch Corona, also ich bin ja langsam irgendwie auch in einer Kapsel abgeschlossen, wo ich irgendwie total vereinsame, weil ich also vor lauter Angst, dass ich meinem Vater irgendwas reinbringe, obwohl wir alle natürlich zigfach geimpft sind, auch mich ja so eng gemacht habe und auch keine Kontakte mehr gepflegt habe. Also das möchte ich auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen reaktivieren oder intensivieren, weil ich auch merke, dass es mir so an die Substanz geht und dass nur gut geht, wenn es auch mir gut geht. Genau, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Das vergessen leider manche, wo ich dann immer sage, wenn Sie jetzt von heute auf morgen nicht mehr da sind, was passiert denn dann? Und dann ist ganz schnell geregelt. Deswegen. Aber es ist natürlich schwierig, aus diesem Rad rauszukommen. Hast du da Möglichkeiten für dich gefunden, Unterstützung? Du hast eh so gesagt, aber pflegerische Unterstützung. Hast du da ein paar Quellen, wo du sagst, die zapfe ich gerne an und nehme ich gerne in Anspruch? Also das ist sehr, sehr schwierig. Also ich habe jetzt wechselnde Damen, die mich da unterstützen. Mhm. Aber ich finde halt, ich finde es halt wahnsinnig schwierig, dass mein Vater war sehr lebenslustiger, geselliger Mensch und auch durch Corona, dadurch, dass man halt eigentlich keine Besuche mehr empfängt und keine Kontakte mehr pflegt. Also das fehlt eigentlich am meisten, diese Gespräche, das Erzählen oder so, weil ich ja dann auch oft schaue, dass halt das Materielle passt, natürlich auch die Streicheleinheiten, aber das ist ja dann wirklich, also diese Hilfe ist ja dann auf, sage ich mal, grundpflegerische Sachen reduziert und hat jetzt nicht irgendwie mit Kommunikation zu tun. Mhm. Und das finde ich schon, also dass das auch in diesen Corona-Zeiten, gerade wenn jemand noch geistig fit ist, sehr schwierig ist und war, dass man jemanden auch geistig weiter fordert. Und da gibt es halt leider viel zu wenig Hilfsmittel. Also wir haben jetzt die Alexa zu Hause. Okay. Ich hatte in der Früh schon gefragt, wie das Wetter heute wird und den Witz des Tages oder irgend sowas. Also das freut und dann taucht dann immer so ein Kochrezept auf. Oder die Frage des Tages, wie heute war zum Beispiel auf Hundeträumen und so, das hört er sich an. Mhm. Aber das ist natürlich auch eine sehr, sehr einseitige Kommunikation, sage ich jetzt einmal. Aber du hast mir ja von so einem neuen Gerät erzählt, das vielleicht ganz spannend mal für ihn wäre. Ja, haben wir gerade vorher noch geredet im Vorfeld, gell, den Kopf, den Ein-Knopf-Computer zum Ausprobieren. Genau, auf alle Fälle, also wie gesagt, ich bin begeistert und das ist ja bereichernd. Das ist ja nichts, was man sagt, jetzt nimmt man nur das her, sondern wie du schon sagst, das ist eine Möglichkeit, dass man kommunizieren kann. Auch vielleicht, wenn man gerade einen Spaziergang macht und jetzt darf man sich gerne noch eine halbe Bier kaufen und denkt man sich, habe ich aber dem Papa nicht Bescheid gesagt, ruf ihn schnell und sag, du schau her, der Biergarten ist gerade so schön. Ist was anderes. Aber natürlich so die Auszeiten, ganz wichtig, ja. Aber finde ich toll, dass du das zumindest vorhast, weil das mit Corona eh schwierig ist. Christine, was darfst du eigentlich von deinem näheren Umfeld so wünschen als pflegender Angehöriger? Also ich würde mir viel mehr Verständnis wünschen und ich hätte mir auch ganz gern, mein Vater ist immer an Geburtstagen, da sind eigentlich nur junge Damen da gewesen. Es hat jetzt eigentlich alles nicht mehr stattgefunden durch Corona und es war immer lustig und er war
immer der Hahn im Korb. Aber durch Corona hat dieses, also ich hätte mir einfach, ich darf mir mal so wünschen, dass einmal eine sich vielleicht durch diesen neuen Computer da einblendet und sagt, hallo, wie geht's dir? Bei uns schaut es so aus. Ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Leute ihm wieder die Tür ins Leben nach außen öffnen, weil ich alleine damit überfordert bin. Jetzt sprichst du ganz was Tolles an, weil, wie gesagt, ich habe heute noch ein Gespräch gehabt bezüglich diesem Computer. Mhm. Der hat mich auch gefragt, was sagst du da noch für einen Mehrwert? Weil alles muss ja heutzutage einen Benefit, einen Mehrwert natürlich haben. Natürlich. Und das ist schon so, und so wie dir geht es auch Betreuungskräfte in stationären Einrichtungen, die freuen sich auch, wenn sie noch am Leben draußen teilhaben. Das hört sich so abgedroschen an, aber es ist nicht abgedroschen. Und jetzt erst recht nicht mit diesen Corona-Zeiten und jeder hat Angst, dass er was heimbringt, sondern man holt sich einen Komplizen im Haus, der noch ein bisschen Schwung und Leichtigkeit einbringt. Du hast eh ganz viel Schwung und ganz viel Power und ganz viel Hummeln im Arsch. Aber wie gesagt, wenn man sagt, hey, oder ich kann noch mal anrufen und kann mir sagen, hey, servus, wie geht's? Na, warst du spazieren? Und das gibt dann auch wieder so einen Auftrieb, so einen Aufschwung. Und da können die neuen Techniken tatsächlich auch hilfreich sein. Das ist jetzt nicht der große Wurf, aber ich glaube, die Summe der vielen kleinen Dinge. Genau. Und es sind oft so Kleinigkeiten. Und dann denke ich mal, die ganzen Freundinnen, die da gehockt sind, in guten Zeiten. Also ich habe immer so eine blöde Devise, ich denke mir immer, die Leute brauchen nicht zur Beerdigung kommen, wenn jemand nicht mehr da ist, brauchen sie sich auch nicht von ihm also es klingt jetzt blöd, ja. Aber die sollen das Leben mit den Leuten, die noch da sind, feiern und die Leute brauchen gar nicht so viel Zeit. Mein Großvater hat immer gesagt, du musst nicht lang kommen, Hauptsache du kommst. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und wenn nur eine Minute mal jemand anruft und sagt, hallo, alles in Ordnung, wie geht's da? Dass man sich nicht vergessen fühlt. Und das tut mir so weh, dass, ich meine, die Leute sind mehr denn je mit sich selbst beschäftigt, mit allem Möglichen. Jetzt ist auch noch ein Krieg und so. Aber ich denke, wir dürfen einander nicht vergessen. Und die Kinder haben eine größere Lobby als die alten Leute. Und die alten Leute, die denke ich manchmal, die sind nichts mehr wert, die gehören nur noch abgeschoben. Aber ich finde, die haben es einfach nicht verdient. Und gerade wenn jemand noch geistig fit ist und das tut mir also immer so weh. Ja, so ist es. Ja, weil damit ja du auch ausgrenzt wirst. Ja, natürlich. Ja. Stimmt, schon irgendwie, ja. Ja. Aber es ist ja kein alter Tatterkreis. Also ich meine, das ist ja, sondern, nein, ich sage ja nur, ja. Wo man dann, es sind gefürchterliche Schicksale, die Leute liegen in Betten oder so. Da kann ich mir vorstellen, dass das unangenehm ist, dass man sich das Ganze nicht anschauen will, weil jeder Angst vor der eigenen Endlichkeit hat und auch denkt, wie geht es mir einmal so. Das ist alles klar. Mhm. Aber ich möchte halt einfach immer, dass, da bin ich so ein bisschen Ruferin in der Wüste, mir ist halt so wichtig, dass unsere alten Leute nicht vergessen werden. Das ist doch ein ganz schönes Schlusswort, finde ich, weil geht mir auch so, aber wie du schon gesagt hast, manche, das muss man auch akzeptieren, manche halten es nicht aus, sowas mitzuerleben und die ziehen sie dann eher zurück. Das ist ja ein Phänomen, das wir immer kennen. Aber wie gesagt, deswegen, wie gesagt, meine Hochachtung vor dem, was du tust, Christine. Und ich finde das ganz toll, wie du das machst. Und ich finde das auch gut, wenn du sagst, hey, ich schaue mal um Auszeiten. Und apropos, hat dein Papa unheimlich viel Charme. Auch im zarten Alter von fast 99. Fast ja. 99, jetzt hat er bei Geburtstag, gell? So als Appell noch draußen war jetzt so, kommt's vorbei, oder? Ja, also vergesst meinen Papa nicht, vergesst uns nicht, weil, ja, einfach genau. So. Und es, wie gesagt, es braucht nicht viel Zeit, ein kurzer Anruf, drei Zeilen Brief. Also ich denke, es ist nicht viel mit viel Aufwand verbunden zu sagen, ich denke an dich. Genau, gut. Dann hoffe ich, dass das öfters passiert. Dann nehme ich mir auch mit der eigenen Nase, gell? Du hast genug um die Ohren. Ja, aber trotzdem, es ist für mich, also so manche Begegnungen, die haben einfach nachhaltig und die haben, was die geben auch einem selber so viel, weil gerade ein älterer Mensch, der geistig noch so fit ist,
der hat ja so eine Lebenserfahrung und es ist, haben oft sehr, sehr, sehr schöne Gespräche. Also es ist nicht so, dass man eigentlich immer nur geben muss, sondern man kriegt da was zurück, so sehe ich das Und er immer. will auch gefordert werden. Ja. Genau. Ja. Auf alle Fälle. Ja. Hey, ich bedanke mich, Christine, für deine Zeit. Sehr gerne. Am Es Abend ist ja hat wirklich ein mich's. Thema, das mir wichtig ist, ja. Ja, Danke und dir. es freut mich sehr, dass du meine erste pflegende Angehörige bist, die sich outet und sagt, ich mache das und darum mache ich es und das ist mir wichtig. Und in diesem Sinne, schau auf die bitte. Und wir hören uns und Mache sehen wir ich. uns, gell? Natürlich. Danke, Bianca. Ciao, Mach's gut. Christine. Für Vierte. die.